aus Berlin und herzlich willkommen zu einem kleinen Hinweis zu den Fellatiers. Und zwar, wir haben in der ersten Aufnahme 3 Aufnahmen gemacht, haben dann im Nachhinein festgestellt, dass das mit dem Ton beim einen oder anderen ja nicht so optimal ist. Mit der Grafik, das bei mir, das kann ich leider nicht ändern. Das wird ein Giants-Problem sein, trotz Neuinstallation des Grafikkartentreibers mit kompletter Deinstallation, mit einem zusätzlichen Tool, also restlose Deinstallation und Neuinstallation des Spiels, hat sich das Verhalten nicht gebessert. Und in den Foren ist zu sehen, dass auch andere mit weit bedeutend größeren Grafikkarten dieselben Probleme haben. Von daher eindeutig ein Giants-Problem. Und dort will man den Fehler offensichtlich nicht beheben, so scheint mir. Man baut lieber viel mehr neuen Krempel ein. Und naja, gut, anderes Thema, habe ich mich schon oft genug drüber aufgeregt. Genau, das mit dem Sound wird bei mir noch die nächsten 3 Folgen so sein. In der Zwischenzeit werden wir da nochmal Probeaufnahmen machen. Das ist auf jeden Fall was gewesen, wo wir alle nicht dran gedacht haben. So dass ab der Folge 4 das Ganze mit dem Ton dann auch so weit passen sollte, dass man alle Mitspieler entsprechend gut versteht. Das nur als kurzen Hinweis. Die 3. Folge wäre dann, was haben wir denn gesagt? 2.8. ist, glaube ich, Mittwoch. Genau, die Woche nach dem, also in der 2. Augustwoche quasi. Da sollte dann soweit alles hoffentlich passen. Wir gucken mal, was uns erwartet. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ich habe mir gedacht, ich bin schuldig, euch ganz kurz diesen Hinweis mitzuteilen. Und schaut an der Stelle auch hier bei, wie heißt das, Intoxic Zockt und bei Da Capo rein. Die beiden haben nämlich die Folgen aus anderer Sicht. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Reingucken. Lasst ein Däumchen und ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Tschüss.